when you wake up with a fire in your belly, and your breath feels charred when you yawn, and your cave is covered in cobwebs, and suddenly 100 years are gone. When it seems as if your surroundings have all been tossed and twirled, remember things happen at the right time, and you got all the time in the world. Oh yeah. When you fly around in a tizzy, and your wings are pumping stale air, and you know something weird is happening, 'cause everything is different everywhere. When you can't find a knight or a dragon, and there's nowhere to get your horn curled, remember things happen at the right time, and you got all the time in the world. Yes, you got all the time in the world. Ich glaube, ich muss deinen Spielstein essen. Scotch! Oh, so sind die Spielregeln. Du bist dran. Was mache ich denn? Ach ja. Keine gute Idee. Jetzt gewinne ich. Mann, das hast du gut gemacht. Ist ja auch kein Wunder. Schließlich spiele ich das auch schon seit über 1000 Jahren. Mein Lieblingsspiel ist Hufeisenwerfen. Aber früher war das noch bedeutend schwieriger. Wieso? Da hingen die Pferde noch an den Hufeisen. Und, würdest du gerne nochmal spielen? Nein, danke. Ich bin satt. Bist du fertig mit den Hausaufgaben? Es sind keine richtigen Hausaufgaben. Ich sollte nur für einen Test üben. Na sowas, ich liebe Tests. Los, stell mir eine Frage. Na gut. Wie heißt der Präsident, der nie gelogen hat? Ich wusste gar nicht, dass es dabei um Scherzfragen geht. Scotch, das ist George Washington. Er ist derjenige, der nie gelogen hat. Was ist denn so lustig? Ach, wir haben ihn früher nur Dollar genannt, weil er nämlich auf der Dollarnote drauf ist. Und was weißt du noch so über ihn? Er war der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Und die Unabhängigkeitserklärung, die hat er auch unterschrieben. Mal sehen, was du noch so weißt. Wofür war Lincoln besonders berühmt? Jonglieren. Das konnte er besonders gut. Und zwar mit einem Pfirsich, einer Birne, einem Apfel und einem Messer. Und nach dem Jonglieren servierte er dann einen Obstsalat. Wahnsinn! Das hätte ich sicher nicht gewusst. Ich werde es mir aufschreiben. Danke. Wenn du fertig bist, erzähle ich dir was über Thomas Jefferson. Er hat im Zirkus gearbeitet, als Clown. Er war großartig. Das gibt's doch nicht. Das ist ja furchtbar. Jetzt weißt du, was ich durchmache. Ich muss dich den ganzen Tag ansehen. Sieh dir das an. Ich bekomme graue Haare. Ah, mach dir nichts draus. Die grauen Haare passen ausgezeichnet zu deinen Krähenfüßen. Oh nein, was mache ich denn nur? Du kannst sie verdecken, indem du einen Hut trägst. Scotch, hör auf, deine Witze zu machen. Ich bin Schauspieler. Man erwartet, dass ich jugendliche Liebhaber spiele. Na und? Dann spielst du eben angealterte Liebhaber. Kannst du mich verstehen, Opa? Scotch, musst du dich eigentlich immer über alles lustig machen? Ja, so sind wir Drachen nun mal. Wir müssen uns über alles lustig machen. Deshalb leben wir ja auch so lange. Wir kriegen die Pest, wir lachen, uns geht's besser. Du kriegst eine Grippe, du beschwerst dich und liegst einen Monat lang im Bett. Ein bisschen mehr Mitgefühl könnte jedenfalls nicht schaden. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Alte Leute brauchen viel Mitleid. Ach, Allison, ich würde dich gern was fragen. Wie alt würdest du mich schätzen? Ach, ich kann Leute nicht sehr gut schätzen. Och, ich bitte dich, versuche es. 37? 37? Du liegst 5 Jahre daneben. Du bist 42? Dafür siehst du aber sehr gut aus. Das habe ich dir doch auch gesagt. Also warum beschwerst du dich überhaupt? Ich bin 32. Jetzt kannst du dich beschweren. Wahrscheinlich liegt es an den grauen Haaren. Och, ich sehe keine grauen Haare. Die hast du nicht gesehen und schätzt mich trotzdem auf 42? Ich finde, dass ihn seine Falten sehr alt machen. Ich finde das gut, Brian. Was denn? Dass du über dein Alter lachen kannst. Das habe ich dem alten Herrn heute früh auch schon gesagt.
Erinnerst du dich noch, Opa? Das war heute früh. Hast du dich aus dem Bett geschleppt, deine Zähne geputzt und sie dir in den Mund gesteckt? Ich wette 50 Mäuse, dass keiner raten kann, wer heute bei uns auftritt. Dr. Joyce Brothers? Wie hast du denn das erraten? Ich habe sie auf dem Parkplatz gesehen. Sie hat gesagt, dass sie hier heute auftritt. Sie schulden ihr 50 Mäuse. Die werde ich dir abziehen. Robin war nur ein Witz. Jack! Jack! Ich will dich was fragen. Rate mal, was ich heute Schönes in unserer Sendung machen werde. Gar nichts. Wir haben heute einen besonderen Gast, Dr. Joyce Brothers. Dr. Joyce Brothers? Hier? Die Frau kommt wie gerufen. Soll ich vielleicht irgendetwas Bestimmtes sagen zum Beginn des Interviews? Und hier ist Alison King mit Dr. Joyce Brothers. Wirst du das denn auch schaffen, Hohlkopf? Ach, als Maul, du Plastikmüllsack. Wo haben Sie sie denn getroffen? In einem Buchladen. Sie signierte ihr neues Buch. Ich habe sie gebeten, bei uns aufzutreten. Als Gage habe ich ihr 10 Cent geboten. Es hat funktioniert. Ich muss ihr Leid getan haben. Ihre Gage benutzt sie gerade zum Parken. Ein Moment mal. Sie hat Vorschuss gekriegt. Was ist, wenn sie abstinkt? Jack! Joycey! Hallo. Das mit den 10 Cent war eine nette Idee, aber mir fehlen noch 5 Cent. Gar kein Problem. Robin! Ja? Hol 5 Cent für Joycey. Oh. So was. Das Mädel hat noch nichts geleistet und kriegt schon eine 50-prozentige Gehaltserhöhung. Scotch, Dr. Brothers ist kein Mädel, sondern eine Psychologin. Vorsicht, sonst kommst du in die Gummizelle. Keine Sorge. Ich weiß, dass du nicht der Verrückte bist. Haben Sie nachher schon was vor? Scotch, kannst du dich nicht etwas benehmen? Jawohl, schieben Sie es nur auf die Puppe. Stellen Sie sich vor, das macht er immer. Ich hab Ihre 5 Cent. Oh, danke schön. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Oh, kommt drauf an. Wenn Sie wollen, dass ich mich auf das Dach eines Hochhauses stelle, dann geht das nicht. Ich habe Höhenangst. Und außerdem habe ich Angst vor Schlangen. Hm? Wenn eine Schlange mir auf dem Dach eines Hochhauses begegnen würde, dann wäre ich geliefert. Was war's denn für ein Gefallen? Würden Sie die 5 Cent bitte in die Parkuhr werfen? Oh ja, natürlich. Das hätten Sie doch gleich sagen können. Dr. Brothers, wollen Sie eins meiner Hörner anfassen? Was soll denn das schon wieder bedeuten? Ich weiß auch nicht. Fragen Sie ihn. Eine Diagnose ist zwar noch etwas verfrüht, aber Sie benötigen Hilfe. Oh, das ist Howard Garman. Nett, Sie kennenzulernen, Howard. Wie? Und das ist Alison King. Alison, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Oh, danke. Ich freue mich auch. Dankeschön. Dr. Brothers, ich möchte gern versuchen, ein paar Missverständnisse aufzuklären. Unsere Miss King ist zwar eine bemühte Anfängerin, aber der Star bin ich. Und ich glaube, sagen zu können, dass Frauen froh wären, wenn man ihre Weiblichkeit als Stärke sehen würde und nicht als Schwäche. Wie sollte sich denn eine Frau am Arbeitsplatz durchsetzen, ohne ihre männlichen Kollegen abzuschrecken? Eine sehr interessante Frage. Ich habe auch eine interessante Frage, die ich loswerden möchte. Ich will zuerst Alisons Frage beantworten. Aber meine Frage ist viel interessanter. Abgesehen davon haben Sie schon 2 Ihrer Fragen beantwortet. Ich bitte Sie, beantworten Sie seine Frage, sonst nölt die Vakuumbirne den ganzen Tag. Hast du gerade gesagt Vakuumbirne, du Mutantendrache? Hör mal zu, du Schaufensterpuppe. Geh und spiel mit deinem Toupet. Das ist kein Toupet. Das ist mein Haar, das ist echt. Echtes Haar von einem echten Hund. Lass mich mal raten. Chihuahua? Bitte darf ich jetzt Alisons Frage beantworten? Nein, 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 nein. Das hier ist viel zu wichtig. Ich will, dass unser ganzes Publikum weiß, dass das hier mein Haar ist. Es tut mir leid, Dr. Brothers. Unsere Sendezeit ist vorbei. Ich danke Ihnen vielmals. Das ist echtes Haar. Das werden wir gleich herausfinden. Komm her, Fifi, na los, komm schon. Scorch, hör auf denn. Und jetzt beschuldigen Sie die Puppe wieder. Und die Sendung ist aus. Joyce, es tut mir leid, ich weiß nicht, was passiert ist. Eigentlich ist es völlig klar, aber mich geht es ja überhaupt nichts an. Bitte, Joyce, sag's mir. Wir sind Freunde. Wir sind Profis. Meine Fernsehstation steht vor der Pleite. Du solltest dich vielleicht beraten lassen. Ich will nicht beraten werden. Ich frag dich. Na gut, wenn du willst. Eigentlich sind es verschiedene Probleme.
Was meinst du? Ich weiß nicht, wie ich es am besten erklären soll. Howard, Sie sind ein überheblicher, arroganter, blasierter, aufgeblasener, affektierter Wichtigtuer. Was soll das heißen? Sie hält dich für einen Fatzke. Ändern Sie sich, Howard, und in der Zwischenzeit sollte Allison der Star der Nachrichten sein. Ach ja? Soll ich Ihnen mal sagen, was und mit Ihnen los ist? Und hören Sie auf zu unterbrechen. Also gut, Howard, ab sofort wirst du gefälligst höflich sein. Und du wirst aufhören, alle zu unterbrechen. Denn sonst kannst du Scorchs Garderobenfrau werden. Hey, das ist eine Beleidigung für alle Garderobenfrauen. Hab ich recht, Dr. Brothers? Zu Ihnen komme ich jetzt. Ach, reden Sie mit mir? Nein, ich rede mit dem Besserwisser, der die Hand in deiner Hose hat. Sie redet mit dir, Besserwisser. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie liegen völlig falsch. Oh nein, tue ich nicht. Ihre Puppe ist viel zu ungehobelt. Wenn Sie wollen, dass Ihnen auch Frauen zusehen, sollten Sie sich eine andere Puppe besorgen. Eine weibliche Puppe. Das ist gut. Perfekt. Ich möchte mit dir essen gehen. Du bezahlst die Hot Dogs, ich die Getränke. Wasch dir das Gesicht und dann treffen wir uns um. Wer kann bei so einem Angebot Nein sagen? Na los, kommt alle mal her. Na los. Ihr habt Joyce gehört. Allison, du bist jetzt der Star. Howard, du wirst dich sofort ändern. Stevens, Sie schaffen sich eine neue Puppe an. Danke, Jack. Jack, ich bin entschieden dagegen. Du bist gefeuert. Aber ich werde es tun. Jack, ich habe keine andere Puppe. Besorgen Sie eine. Die Dinger sind teuer. Dann mieten Sie eine. So einfach geht das nicht. Die einzige Puppe, mit der ich umgehen kann, ist Scorch. Dann werden Sie ihm ein Kleid anziehen müssen. Oh nein, nur über meine Leiche. Sie haben die Wahl, entweder Kleid oder Kündigung. Was ist? Haben Sie noch eine Frage? Ja, eine. Wie soll ich ihn nennen? Scorchina oder Scorchette? Das ist doch... Und? Wie ist dein Test gelaufen? Ich war die Einzige, die die George-Washington-Frage richtig hatte. Der Lehrer war begeistert, weil ich alles richtig beantwortet habe. Und lief's bei Lincoln auch so gut? Nein, leider nicht. Der Lehrer hat gesagt, dass er kein berühmter Jongleur war. Habe ich Jongleur gesagt? Mhm. Tut mir leid, da habe ich mich geirrt. Er war nämlich ein berühmter Turner. Er konnte 6-mal hintereinander Rad schlagen, ohne sich zu übergeben. Mit anderen Worten, ein sehr guter Präsident. Scorch, ich würde gern mal mit dir reden. Tut mir leid, aber ich ziehe das Ding nicht an. Stell dir vor, wenn mich irgendein Drache im Fernsehen erkennen würde. Wer weiß, es könnte ja sein, dass sich so ein Minnesänger dann in einem Lied über mich lustig macht. Du kannst es doch wenigstens versuchen. Kommt nicht in Frage, nein. Also, Scorch, wenn du dich weigerst, dann verliere ich meinen Job, man wird uns aus der Wohnung werfen und Jessica wird sich wahrscheinlich Arbeit in einer Bar suchen müssen. Also, das ist ganz schön gemein von dir, aber typisch für dich. Denk doch wenigstens mal darüber nach. Na gut. Ich habe darüber nachgedacht, ich werde es nicht machen. Was will diese Frau denn überhaupt? Ich bin doch nun wirklich nicht ungehobelt, oder? Oder? Ich hab dir eine Frage gestellt. Na los, was ist, was ist? Doch, sie hat recht. Wer hat dich gefragt? Ich geb's auf. Scorch, Dad ist ganz schön böse. Na und? Ich bin auch böse. Er will, dass ich das Kleid anziehe. Warum machst du denn so einen Aufstand? Gefällt dir die Farbe nicht? Doch, die Farbe gefällt mir schon. Ich will nur kein Kleid anziehen. Daddy hat auch schon mal ein Kleid angezogen. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hören will. Das war für ein Theaterstück. Charlies Tante, er sah lustig aus. Er hatte ein Kleid an, Stöckelschuhe und Strumpfhosen. Und er hat sich nicht beschwert? Und ob er sich beschwert hat, aber er hat gesagt, Geld stinkt nicht. Meinst du, ich sollte das Kleid anziehen? Das weiß ich nicht. Ich bin ja nur ein Kind. Ich werde darüber nachdenken. Scott? Ja? Das Kleid würde dir sicher sehr gut stehen. Meinst du das wirklich ehrlich? Hab ich dich schon mal angelogen? Mm-mm. Oh. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich hab dich lieb. Na ja, die Farbe würde mir sicher stehen. Riecht gut. Daddy, was gibt's denn? Speck und Eier. Können wir die Eierschalen vielleicht aufheben für Scorch? Wie du willst. Wo ist denn Scorch? Er ist noch im Badezimmer. Soll ich ihm sagen, dass das Frühstück fertig ist? Von mir aus, wenn du willst.
Also gut, mein Schatz. Setz dich hin, das Essen ist fertig. Ich komme jetzt raus! Ich warne euch, wehe, ihr lacht. Das darf doch nicht wahr sein. Scotch, du siehst toll aus. Ich komme mir ganz schön blöd vor. An den Armen ist es mir zu eng und mein Hintern sieht in diesem Kleid riesig aus. Ach. Oh, Scotch, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja, du kannst mir sagen, dass ich es nicht anziehen muss. Mein Hintern sieht in dem Kleid riesig aus. Jessica, sag mal, hast du in deinem Schrank vielleicht irgendetwas mit Falten? In dem Ding sieht mein Hintern riesig aus. Scotch, das liegt nicht an dem Kleid. Du hast es nur nicht richtig an. Magst du Ohrringe? Manchmal. Als Vorspeise. Ich hol dir ein paar. Wer weiß, vielleicht finde ich auch noch was Passendes für dein Haar. Ich hab doch gar kein Haar. Dann suche ich eben etwas für deine Hörner. Oh. Na komm, Scotch, ich glaube, jetzt musst du dich erstmal stärken. Danke. Aber ich hab keinen Hunger. Hast du dir schon meinen Hintern angesehen? Er ist riesig. Ja, ich bin es, der bezaubernde Howard Gorman. Allison, hättest du etwas dagegen, wenn ich die Einführung für den Hauptbericht mache? Howard, ich halte das für keine gute Idee. Also, ich finde, dass ich deiner Meinung bin. Schließlich bist du der Star. Und zu Recht, würde ich sagen. So gefällst du mir. Wo ist denn die neue Puppe? Sie ist hier, Jack. Eine dumme Bemerkung und ich verschwinde. Brian, Scotch sieht bezaubernd aus. Das reicht. Ich verschwinde jetzt. Scotch, immer mit der Ruhe. Du kannst das leicht sagen. Du hast ja Hosen an. Na gut, hoffentlich hat er sich nicht nur äußerlich verändert. Die New Haven Show beginnt in einer Minute. Und wird in 2 Minuten vorbei sein. Ich hoffe, sie enttäuscht mich nicht. Scotch, du hast versprochen, dass du dich bemühen wirst. Also bitte reiß dich in den nächsten 5 Minuten zusammen. Sei nicht so frech. Scotch! Ja gut, ich versuch's. Na sowas, was haben wir denn da? Ich würde sagen, das ist die hässlichste Frau, die ich jemals gesehen habe. Howard, du! Scotch! Du wundervoller Mann, du! Du siehst so bezaubernd aus. Ich finde es wirklich ungerecht, dass diese schreckliche Frau gemeint hat, dass Allison jetzt der Star der Show sein sollte. Stevens, versuchen Sie, sich bei mir einzuschmeicheln? Ja, und ich hoffe, es klappt. Nicht wahr, Scotchina? Mhm. Ich erwarte ein ungeheures Geburtstagsgeschenk, aber bitte keine Seidenunterwäsche, ja? Alles bereit? Noch 15 Sekunden. Seht mal, wer hier ist. Unser Guru. Auf dem Weg zum Flughafen wollte ich noch mal vorbeikommen. Oh, du siehst ja so süß aus. Sollte ich mir nicht noch mal die Schnauze abpudern lassen? Und 5, 4, 3, 2... Hallo, guten Tag. Willkommen zur neuen New Haven Nachrichtenshow. Ich bin Allison King und mit dabei ist Howard Gorman. Willst du nicht guten Tag sagen, Howard? Oh ja, doch. Ich wollte nur nicht unterbrechen. Ich würde gern allen Hallo sagen, aber jetzt werde ich wieder still sein. Wie rücksichtsvoll von Ihnen, Mr. Gorman. Dankeschön. Sehr gern geschehen. Mit dabei ist Wettermann Brian Stevens und seine reizende neue Assistentin Scotchina. Hallo Leute, wie geht's? Allison, woher hast du denn dieses entzückende Tuch? Ach, das habe ich schon sehr lange. Vielleicht sollten wir uns mal treffen, um Klamotten zu tauschen. Viele Ehepaare denken, dass eine Ehe nur funktioniert, wenn man oft in Urlaub fährt. Aber bei der heutigen Wirtschaftslage ist das nicht möglich. Und ein romantisches Wochenende kann schon dabei helfen, den Funken aufrechtzuerhalten. Und bei manchen von uns das Lagerfeuer. Das war keine Unterbrechung, sondern ein Kommentar. Aber bevor Sie Reisepläne machen, sollten Sie sehen, wie das Wetter am Wochenende wird. Brian und Scotchina? Dankeschön, Allison. Das Wetter am Wochenende wird richtig romantisch. Die Höchsttemperaturen werden 20 Grad betragen. Besser gesagt, Frühling liegt in der Luft. Also, wenn Sie am Wochenende... Was ist denn passiert? Mein Wüstenhalter, der bringt mich um. Bitte hilf mir, Brian. Können wir das nicht nach der Sendung machen? Nein, Jessica sagt, du hast auch mal einen getragen, also weißt du, was ich meine. Ihr zwei seid krank. Soweit ich weiß, solltest du doch nicht mehr unterbrechen.
Diejenige, die ich nicht unterbrechen soll, ist Alice. Du sollst überhaupt niemanden unterbrechen. Also weiter, Brian. Wie lautet der Wetterbericht für unsere neue New Haven Nachrichtenschule? Danke, Allison. Es ist... Entschuldige, Brian, ich habe eine Bitte. Mach mein BH auf! Mittlerweile bist du genauso unerträglich wie Scorch. Nein, Blödmann. Scorch hätte jetzt gesagt, geh und spiel mit deinem Toupet. Jungs, das geht jetzt langsam etwas zu weit. Nicht Jungs, Mädchen und Junge. Du bist anscheinend doch etwas überfordert. Das ist höchst unpassend für einen Star. Können wir jetzt bitte mit dem Wetter weitermachen? Oh nein, jetzt habe ich auch noch eine Laufmasche. So langsam reicht es mir. Wie eine Dame benimmst du dich aber wirklich nicht. Nur weil ich mich hier heute etwas damenhafter benehmen soll, muss ich mich von dir noch lange nicht beleidigen lassen. Du oberbescheuerter Toupetträger. Toupetträger? Dir werde ich's zeigen, du Drachentonte. Jetzt reicht es. Die Party ist vorbei. Kann mich jemand aus diesem Fummel pellen? In dem Kleid sieht mein Hintern riesig aus. Gina. Ich heiße Scorch. Wir werden jetzt ein paar Minuten unterbrechen für unseren Werbeblock. Was soll denn das? Du meintest doch, das würde funktionieren. Wieso ist denn das jetzt passiert? Weil ich was Falsches gesagt habe. Ich glaube, dass das eine gute Erfahrung für mich war. Jetzt weiß ich endlich, wie Frauen sich fühlen müssen. Außerdem habe ich etwas mehr über Gefühle gelernt und das war die Sache, glaube ich, schon wert. Was für Gefühle? Ach, weißt du, Mitgefühl zum Beispiel. Sowas kennst du doch gar nicht. Erinnerst du dich nicht mehr an die Witze über meine grauen Haare? Naja, hätte ich ein Kleid angehabt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass du reif und erfahren aussiehst. Dankeschön. Das war nicht als Kompliment gemeint. Ich persönlich... Ich bin froh, dass die Sache vorbei ist. Außerdem kosten solche Kleider eine ganze Menge Geld. Ja, besonders wenn man sie zum Abendbrot isst. Der Nachtisch. Scorch, was ist? Ich bin bereit. Fertig. Ziel. Feuer. Treffer Scorch. Dankeschön. Was ist? Habt ihr vielleicht noch irgendetwas aufzuwärmen?